Bei einem schweren Unfall in Berlin wurden 6 Menschen schwer verletzt. Besonders brisant, an dem Crash waren 4 Mitglieder des Remo-Clans beteiligt. Die Männer saßen im Mitsubishi einer 24-jährigen Frau. Die raste offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone in Berlin-Spandau, missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt und krachte in einen VW Polo. Der wurde durch die Wucht des Zusammenpralls gedreht, während der Mitsubishi auf den Gehweg schleuderte. Die Insassen beider Autos, darunter der 18-jährige Fahrer des VWs, wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettungskräfte brauchten schweres Gerät, um die eingeklemmten Insassen aus dem Wrack des Mitsubishis zu befreien. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme sammelten sich mehrere Schaulustige um die Autowracks, darunter auch Familienmitglieder der 24-jährigen Fahrerin und mehrere Journalisten. Dabei soll es zum Streit gekommen sein. Ein 27-jähriger Pressefotograf wurde beleidigt und angespuckt. Er erstattete Strafanzeige.